herzlich willkommen bei Maren Gilzer TV. Neben mir sitzt Jenny Käble von RTL, eine tolle Moderatorin. Frühstücksfernsehen um 12. Und dann schon die Moderatorin. Ich quatsche hier nämlich schnell mit dem Wort. Also ich wollte sofort anfangen. Dann fangen wir an. Ich bin hier auf der Fashion Week in Berlin und neben mir steht jetzt ein charmanter junger Österreicher namens Clemens. Hallo. Clemens, stell dich doch mal meinen Fans vor. Was tust du so und was treibt einen Österreicher hier nach Berlin in die Hauptstadt? Also was ich mal so grundsätzlich mache, ist, ich habe eine Eventagentur und die Welt der Promis sind quasi dann mein Zuhause. Und warum ich auf der Fashion Week bin, ist ganz einfach, weil man mich eingeladen hat und ich komme gerne, wenn man mich mir so etwas Tolles anschauen kann. Weil es ist ganz toll hier, weil in Österreich haben wir sowas nicht. Ihr habt keine Modemesse? Wir haben schon eine Modemesse, aber nicht eine, die so viel Glamour hat und so viel, die so groß ist. Also wir haben die Vienna Fashion Week, aber die Berliner Fashion Week kann man nicht damit vergleichen. Ja, die ist schon richtig gewachsen in den letzten Jahren und ist richtig cool geworden. Kann man schon wirklich sagen, es gibt ja auch nette Designer. Hast du dir schon ein paar Shows angeguckt? Ich habe mir schon 12 Shows angeschaut. Also fast alle, die es bislang gibt, aber morgen geht es schon wieder nach Hause und ja, ich bin schon ein bisschen traurig. Wo lebst du in Österreich? In Wien. In Wien. Wo kann man sonst in Österreich leben? Ah, ja, stimmt. Aber naja, es gibt auch schon andere nette Flecken in Österreich, nicht nur Wien. Aber Wien ist natürlich schon besonders cool. Ja, gefällt mir auch gut. Sehr gut. Prima, dann treffen wir uns vielleicht irgendwann mal in Wien. Machen wir. Und viel Spaß noch hier auf der Fashion Week. Danke. Das ist das Finale der Modenschau von Matthias Maus. M. Brilliant heißt sein Label. Und da ich zu spät gekommen bin, kriege ich leider nur das Finale mit. Aber ich nehme mal an, er hat keine feineren Unterhosen entworfen, sondern sich eher künstlerisch bei diesen Kopfbedeckungen betätigt. Ja, Mann trägt wieder Hut. Jetzt bin ich heute hier bei der Dimitri-Show. Und gleich geht es los. Thank you.
Theater habe ich die Dimitri-Show gesehen und die war bisher von allem, was ich gesehen habe, das Beste. Wirklich. Wow, sind die fröhlich. Eine tolle Show mit ganz, ganz super schöner Mode und die Mädels sahen richtig klasse aus, waren toll zurecht gemacht. Und jetzt bin ich hier und genieße die Pause zwischen der nächsten Show, die heißt Designer for Tomorrow, ist von Peek und Kloppenburg. Und ich möchte euch doch einfach mal die wunderschöne Aussicht zeigen. Hier vom Brandenburger Tor. Herrlich. Und Frau Moschner ist auch im Anmarsch. Ah, post toll in ihrem schicken roten Kleid. Ja, und die Fotografen sind hell begeistert. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Show und mal sehen, wie die ist. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Designer von Tomorrow 2015.